Ja, ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFT Live-Trading TV, kurz vor 12, 11:45 Uhr am 6. August. Wir schauen hier auf den Euro gegenüber dem US-Dollar, der sich bislang hier mit 60 Pips recht verhalten noch bewegt. Natürlich haben wir noch ein Stück weit was am Nachmittag zu erwarten. Dazu schauen wir doch auch direkt mal auf die News, die uns jetzt hier noch sozusagen bevorstehen. 13 Uhr sicherlich hier die Geschichte aus England. Das dürfte das britische Pfund ein wenig in Wallung bringen. Aber hier die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, fortgesetzten Anträge. Das ist hier 14:30 Uhr. Das, was im Prinzip im Fokus steht heute und hier vielleicht auch dann noch ein Stück weit mehr Volatilität bescheren könnte. Denn bislang, wie gesagt, haben wir hier, und das sehen wir im M15, den wir uns mal hier groß machen. Recht schön, dass wir hier immer mal wieder Versuche hatten, nach oben auszubrechen. Das bereits hier schon in der Asia-Session, hier im frühen asiatischen Handel, dann hier nochmal mit dem Beginn sozusagen der vorbörslichen Geschäfte in dem europäischen Raum. Hier nochmal sogar ein kleiner Spike nach oben über das Vortageshoch, aber letztlich ernüchternd, was Euro-US-Dollar daraus machte. Denn rein trendfolgend hat er sich hier ein Stück weit wieder nach unten orientiert. Hier das Vorwochentief, den Pivot Point, gerade hier in Augenschein genommen. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, wie es denn hier wohl weitergeht. Tatsache ist, da wir im Bereich des Pivotpunktes stehen, müssen wir uns so ein Stück weit trendfolgend orientieren. Und da sehen wir, dass wir hier im H1, also im übergeordneten Bild, schön negatives Momentum haben, das sich hier mit dem gestrigen oder besser gesagt mit den letzten Handelstagen hier schön formiert hat. Und insofern hier aus dem H1 heraus betrachtet, stehen die Chancen eher günstig, dass Euro-US-Dollar nach unten abgeht. Auch heute hier die Tendenz der Wochentage. Wir hatten das beim letzten Blick auf den Euro-US-Dollar schon fokussiert. Die Wochentage schwächen sich ja zum Ende der Woche hin ab, insbesondere Freitag. Wohl möglich der große Move hier zu dem US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm. Das werden wir uns morgen speziell anschauen, was da geht. Aber heute, wie gesagt, auch leicht negative Schlagseite von der Wochentagsstatistik. Und ja, jetzt muss man mal sehen, was der Euro-US-Dollar draus macht. Tatsache ist, wenn ich mir den H1 übergeordneten Trend folgend abwärts anschaue, den M15 rein unter Rainbow-Gesichtspunkten sehe, dass hier der Versuch, einen positiven Rainbow-Spin zu vollziehen, nicht geklappt hat, dann muss man unterstellen, wenn Euro-US-Dollar neues Tagestief macht, hier unterhalb dem Niveau von 10884, spricht viel dafür, dass es einen Rutsch in Richtung des Vortagestiefs gibt, also hier in Richtung 10884. Dann hätten wir auch hier die Average True Range nahezu perfekt abgearbeitet und das würde hier dann dementsprechend hier ungefähr jetzt eine Bewegung noch von 36 Pips erlauben. 36, 40 Pips, man darf es ja nie zu punktuell machen, denn wer weiß, hier das Vormonatstief bei 10885 vielleicht auch von Interesse. Das bringt mich jetzt gleich dazu, zu dem Punkt, was wir das letzte Mal besprochen hatten. Euro-US-Dollar hier mit Blick auf den großen Chart, auf den Tageschart sozusagen hier vor einer wichtigen Entscheidung. Das Level hier knapp über 0,80, 0,81. 1081, 1083, diese grüne Horizontalunterstützung ist wichtig und die wird morgen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit entweder das Sprungbrett sein, um hier nach oben auszubrechen, weitere Hochs zu markieren, oder aber, und Sie sehen es am blauen Pfeil, die Tendenz, die sich hier schon ein Stück weit abzeichnet, auch im Sinne dessen, dass wir ja während der letzten Wochen schon nach unten ausgerichtet sind, kann es hier durchaus dazu kommen, dass der Markt hier dieses Niveau aufgibt, was in der Konsequenz dann hier eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung der Mehrjahrestiefs bei 10462 begünstigen würde. Euro-US-Dollar hat hier schwere Schlagseite. Das sieht nicht gut aus. Die heutige Kerze ist, wie gesagt, noch ausbaufähig und es deutet sich im Sinne der Rainbow-Struktur hier eine Abwärtstendenz gen Süden an. Speziell nochmal zurück in den Rainbow-Chart. Speziell eben, wenn es ein neues Tagestief gibt, dann wären wir nochmals deutlich unter dem Pivotpunkt. Das Vorwochentief wäre dann wohl doch aufgegeben und dann, wie gesagt, spricht viel dafür, dass wir auf 35, 40 Pips nach unten rauschen. Ob es erst 14:30 Uhr passiert oder im Laufe des späteren Nachmittags, werden wir sehen. Aktuell, wie gesagt, ist hier Tauziehen im Bereich des Pivot Points angesagt. Das schauen wir uns hier auch mal im M5 an. Sehen wir hier auch ein positiven Rainbow zunächst, hier jetzt der negative Spin und wenn es ein neues Tagestief gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass der Markt dann weiter nach unten zurückkippt. Ansonsten jetzt im Bereich des Pivotpunkts und aufgrund der Rainbow-Unsicherheiten
erstmal abwarten, was passiert. Ein neues Tagestief wäre verkaufenswert. Ansonsten, wenn es nach oben geht, dann sehe ich hier am Vortageshoch, wo wir heute schon zweimal im Bereich der Asia-Session gescheitert sind, eigentlich den Deckel drauf. Oberhalb dessen wäre natürlich dann Luft bis 1,098 im Sinne der Average True Range. Warten wir ab, was passiert. Der Markt wird es uns zeigen. Wir bleiben wachsam. Später schalten wir uns nochmal auf zu den US-Märkten natürlich. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine angenehme Mahlzeit, schöne Mittagszeit und vor allen Dingen reichlich schon Sonne, viel Wasser und das ein oder andere Eis. Ich sage danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kämmerer. Ciao nochmal.